Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper. Ihr seid bei Get to the Keyboard. Das hier ist das wahrscheinlich hilfreichste Video auf ganz YouTube zum Thema StarCraft 2. Wieso? Wie ihr hier erkennen könnt, ist das das sogenannte Guide-Hauptmenü. Das heißt, Leute, die sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene als auch absolute Profi sind, können sich von diesem Video zu allem Content durchklicken, den sie haben wollen. Falls ihr totale Anfänger seid, könnt ihr auf das nächste Video drücken. Es ist sowohl hier in dem Button verlinkt, als auch unten in der Beschreibung. Und ihr werdet langsam aber sicher in die Grundbegriffe, in die Rassen und die Einheiten von StarCraft 2 eingeführt. Ich werde euch wichtige Informationen geben und ich setze gar nichts voraus. Falls ihr noch nie irgendein Real-Time-Strategy-Game gespielt habt, ist das hier das wahrscheinlich Beste, was ihr machen könnt. Einfach euch von vornherein durchblicken und so kommt ihr perfekt in das gesamte Genre. Falls ihr fortgeschrittene Leute seid, könnt ihr in die Beschreibung gehen. Dort sind wichtige Guides verlinkt zum Thema Scouten, Hotkeys, wie man seine eigene Strategie anpasst und so weiter und so fort. Das heißt, ihr geht einfach in die Beschreibung rein und dort sind mehrere Playlisten verlinkt, beziehungsweise mehrere Videos verlinkt, bei denen ihr euch ebenfalls einfach und simpel durchklicken könnt. Falls ihr absoluter Profi seid und ihr wollt einfach nochmal die letzten kleinen Stückchen aus der Informationsquelle StarCraft rauskitzeln, dann könnt ihr das selbstverständlich auch tun. In der Beschreibung ist ein ganzer Abschnitt extra nur für Pro-Guides reserviert, das heißt von Timing and Tags bis hin zu Informationen zum Positioning, Upgrades, was die Kosten sind, was die Nutzen sind im Vergleich immer wieder einzelnen Einheiten und so weiter und so fort. Einfach wie gesagt in die Beschreibung. Da dieses Video als Hauptmenü fungiert, wäre es ziemlich sinnvoll, es zu favorisieren. Ansonsten viel Spaß dabei, ich hoffe, es gefällt euch. Falls noch nicht alles implementiert wurde in die Beschreibung, beziehungsweise falls einige Sachen fehlen, seid unbesorgt, sie werden rechtzeitig von mir hinzugefügt. Es wird ein immer wieder wachsendes Kompendium sein. Und falls ihr irgendwelche Sachen vorschlagen wollt, falls eurer Meinung nach irgendwas fehlt, schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde es mir durchlesen und entsprechend reagieren. Das Schöne an der Beschreibung ist ja, dass man immer wieder was hinzufügen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und viel, viel Spaß bei StarCraft 2.